Kegelverbandsliga Freiholz Plankstadt gegen Ettlingen 2. Freiholz zeigte wieder einmal Heimstärke und gewann mit 5.609 zu 5.429. Bisher hatte die Mannschaft alle ihre Spiele zu Hause gewonnen. Höhepunkt gegen Ettlingen waren die 1000 Kegel von Thorsten Förk. Er spielte damit neue persönliche Bestleistung. Jetzt haben wir hier einen freudestrahlenden Vorsitzenden. Und als Vorsitzender muss man mit gutem Beispiel vorangehen. Das hast du heute gemacht. Herzlichen Glückwunsch zum glatten Tausender. Ja, danke schön. Ich meine, das war jetzt ein bisschen unerwartet, sage ich jetzt mal, nach den letzten 2-3 Wochen nach der Leistung, wo ich ein bisschen in der Form tief gefallen bin. Umso glücklicher bin ich, dass es heute endlich mal zu Hause geklappt hat, auf unserer Anlage. Daran hatte Trainer Hans Pall sicher auch seinen Anteil. Normal habe ich nichts anderes gemacht wie die ganzen Wochen oder schon ein ganzes Jahr vorher. Wir haben gebaukt, dass er sein Spiel findet, so wie wir es abgesprochen haben. Sehr gut auch noch Andreas Tippel. Er erreichte 978 Holz. Jörg Schneider steuerte 965 Holz bei. Das Auswärtsspiel in der letzten Woche gegen Gartenstadt Waldhof Viernheim wurde mit ca. 100 Holz Unterschied ebenfalls gewonnen. Am 4-Punkte Rückstand zum Tabellenersten Pfaffengrund hat sich allerdings nichts geändert. Die beiden nächsten Verfolger Ettlingen und Liedolzheim verloren beide ihre Spiele und können Freiholz nicht mehr gefährden. Die letzte Begegnung der Spielrunde geht gegen Stolzer Kranz Waldorf 2. Auch diesmal konnte der Aufstieg in die dritte Bundesliga also nicht erreicht werden. Dies lag nicht zuletzt an widrigen Umständen wie zum Beispiel Verletzungspech. Das sollte die Plankstädter aber nicht daran hindern, in der nächsten Saison den Aufstieg erneut anzupeilen. Freiholz 2 konnte gegen Grün-Weiß-Handschuhsheim mit 5.219 zu 5.066 gewinnen. Mit diesem Heimsieg sind sie weiter gut im Meisterschaftsrennen. Erfolgreich spielten zum Beispiel Andreas Elzer 907 und Boris Butzbach 903 Holz. Das Auswärtsspiel gegen KC 80 Kurpfalz wurde ebenfalls gewonnen. Somit wird die Entscheidung über die Meisterschaft am letzten Spieltag fallen.